Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tampi, mit einer weiteren Folge zu The Hunter. Diesmal unterwegs im hohen Norden. Ich wollte mal versuchen, ein paar Bisons zu schießen. Vielleicht auch ein paar Elche. Und mit Glück noch ein Eisbär. Und ein Sitka-Hirsch und ein Hase und ein Fuchs und... Nein. Mal gucken, was so vor die Flinte kommt. Und dann hoffen wir mal, dass das auch gute Dinge sind. Ja, dann viel Spaß und wenn ich was Interessantes finde, spurentechnisch gesehen, oder sogar ein Tier, dann blende ich ein. Ja, bis denn. So, vor mir hat ein Sitka-Hirsch gekommen. Ich kann ihn allerdings noch nicht sehen. Ich habe den auch schon gecallt, also zurückgecallt und jetzt ist da noch nichts passiert. Ich versuche das nochmal. Aha. Was ist das? Vor mir, direkt vor mir. Da oben ist er. Vielleicht kurz. Da ist der gute Herr. Dauert allerdings so, bis der kommt. Leicht ranpirschen hier das Gebüsch. Tut mir leid. Ja, wo bist du? Willkommen. Da hinten ist er. Wie weit ist er weg? Sollte mir das gar nicht anhalten, ich dachte. Seht zu hier. Nicht. Der steht gut.
und liegt. Mal schauen, was das für eine ist. Gewichtsklasse mäßig. Spur aufnehmen. So, Lunge, Herzschuss. Ja, ist jetzt kein Riese, aber immerhin, ne? Schuss hier. Ups. Das war die X-Taste. Oh. So. Irgendwo voraus ist hier ein Sitka-Call gewesen. Oha. Und ein männlicher Elch. Und da ich Sitka ja schon habe. Ich sehe nichts. Aber ich sehe nichts. Wo bist du denn? Ich könnte den ja mal callen. Stimmt die Spur vom Sitka? Ja. Müsste hier unten irgendwo sein. Normalerweise. Sei denn, der ist geflüchtet. Ich finde, die Distanz ist hier sehr schwer einzuschätzen auf der Map. Das ist der Sitka, der ist flüchtend. Hey, Bison. Oh, nice. Oh, oh, der ist nah. Der ist recht nah. Da ist er. Die habe ich nicht gut getroffen. So ein scheiß Körpertreffer. Ärgerlich. Mal gucken.
Grundspur ist. Er ist nach oben abgehauen. Oder ist das Blutspur? Flüchten, okay. Wer ist da hinten denn? Wer ist das? Hoch 6. Hallo? Was sind die Sonnen? Geil. Das passt mir gut in Kram in diese Richtung. Der kriegt schon mal einen vollen Latz. Da verlege ich mich hin. Ah, schlechter Schuss. Schlecht, 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 schlecht. Und jetzt habe ich keine Munition mehr, oder was? Logo. So, auf. Rechts suchen. Warum ist er? Das war ein Kopfschuss. Jo, PvP. So, jetzt muss ich den nur finden. Da vorne liegt der, glaube ich. Da ist das gute Stück. Körbe, eingeweihte Körbe, okay. So, ich bin jetzt im Norden auf der Map und versuche mal einen Eisbären zu finden. Ja, falls ich was finde, blende ich wieder ein. So Leute, da unten ist ein Eisbär.
schönes Exemplar, ein Weibchen. Mal gucken. Ja, bleib stehen. Schuss, Treffer. Gut. So, wie habe ich den getroffen? Ist noch irgendwie eine Spur? Ne, der war kaputt. Rechtes Vorderbein, rechte Lunge, linke Lunge, Herz. Bumm, tot. Jo. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Die drei großen haben wir. Elch, Bison und Eisbär. Und noch ein Sitka-Hirsch. Was will man mehr? Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar oder ein Abo wäre nice. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Moin, moin!